So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. So, das nächste Spiel ist wieder Idle Champions of the Forgotten Realms. Und ja, ich werde gezwungen, meine Blessings zu konvertieren. Dabei will ich noch gar nicht. Naja, egal. Also, ich wollte die zu Kelems Favor konvertieren und dann gleich mal den großen Boost nutzen, weil hier will ich ja genau dieses Upgrade kaufen. Das heißt, increase the amount of favor gained from resetting in Event Campaigns bei 25%. Wobei das nächste Event läuft noch nicht. Das heißt, ich muss das jetzt zwar noch nicht ausgeben. Was ich aber euch auf jeden Fall schon mal zeigen wollte, hier seht ihr, es gibt ein Maximallevel, weil im Moment war ich gerade so ein bisschen am Plan, ob ich mir eine Liste mache, okay, wann bekomme ich die passenden Upgrades. So, sie war jetzt die letzte. Jetzt sind alle letztlich auf Maximum und es gibt keine Bonus-Elemente mehr. Weil ich wollte mir nämlich eine Liste machen von den Upgrades, wo hier zum Beispiel Increased Damage of Champions in the same column. Ne, das ist das Besondere. Mir geht es vor allen Dingen hier, genau, Increased Damage of All Champions, diese Boni, die wollte ich mir rausschreiben, zu gucken, bei welchen Werten die jetzt eigentlich kommen. Damit ich gerade am Ende, wenn es halt so gegen Schluss, es doch ziemlich lange dauert, bis ein so ein Upgrade-Boost wieder verfügbar wird, weil die doch ziemlich lange brauchen, bis sie das Geld dafür rangeschafft haben. Da war die Überlegung zu sagen, okay, ich mache mir eine Liste, dann weiß ich nachher, ich mache erst Celeste dann bis zu dem Level, dann meinetwegen Toki und dann wieder Brunor. Aber ja, durch dieses Element hat sich das jetzt erledigt, weil wenn es dann sowieso keine Upgrade-Pakete mehr gibt, dann kann ich die auch einfach so hochleveln. Und hier ist jetzt natürlich dann die Frage, wie stelle ich das am geschicktesten an, die jetzt eigentlich weiter zu benutzen, weil, ja, also sie ist ja weiterhin meine Damage-Dealerin, sie ist im Moment die stärkste von allen. Ich weiß gar nicht, wie viel Bonus sie jetzt bekommt, von 3,2 hoch 60 bei 4 Leveln Steigerung. Ja, das ist jetzt, fällt nicht so sehr ins Gewicht wie die vorherigen Steigerungen. Das heißt, alles Weitere ist tatsächlich hier vorwiegend über die Gear-Upgrade zu bekommen. Und auch da, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe, weil bei ihr habe ich nämlich auch ein Shiny-Item bekommen. Das Shiny-Item war aber ein seltenes, also kein episches Item, sondern entweder ein graues oder ein blau, grünes oder irgendwas. Auf jeden Fall, wenn ihr für einen Slot ein Shiny-Item bekommen habt, dann ist es egal, für welche Rarität das gekommen ist. Es wirkt sich auf alle Ebenen aus. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Also sobald überall Shiny-Items drin sind, egal von welcher Qualitätsstufe die gekommen sind, greifen die bis auf das Beste durch. Das sind eigentlich schon so die neuesten Erkenntnisse hier, dass das, ja, dass da irgendwo die Boni dann doch begrenzt sind. Ansonsten mal gucken, ob ich jetzt noch in der Lage bin, Level 200 zu knacken, weil ich glaube, das habe ich noch nicht geschafft. Genau, 199 ist bisher mein höchstes Level, dann könnte ich jetzt gleich noch Level 200 schaffen. Mal gucken, ob die fit genug dafür sind. Im Moment sieht es nicht unbedingt danach aus. Sie hat jetzt gerade ihren Bonus verloren, weil sie natürlich keinen killen kann. Dann läuft er nach 10 Sekunden aus. Und ja, jetzt ist sie natürlich von hoch 60 auf hoch 58 runtergefallen. Das wird dann an der Stelle ein bisschen schwierig. Wie viel habe ich jetzt hier als Bonus? 33%. Naja, immerhin gelten, naja, wobei, gelten die hier überhaupt, der Bonus von 33%, dann auf die, die ich jetzt gerade eingenommen habe. Weil mit dem Bonus habe ich jetzt natürlich deutlich mehr Favors, also deutlich mehr Kelems Favors als Torms Favors. Vorher war es umgekehrt. Ausgegeben habe ich jetzt schon die, nee, ich habe sie noch nicht ausgegeben. Dann bin ich jetzt zumindest bei 8. Dann komme ich tatsächlich schon langsam in die Grenze, wo auch die 10%-Quote erfüllt ist, auch wenn ich die jetzt tatsächlich erstmal überschreiten werde. Einfach um diesen Bonus zu holen. Beziehungsweise, nee, eigentlich ist es ja an der Stelle noch gar nicht sinnvoll, den Bonus jetzt zu holen. Also ich mache hier erstmal wieder ein Free Play, beziehungsweise ich zeige euch erstmal die 9. Weil nachdem ich hier jetzt zumindest den Templar Camp freigeschaltet habe, da sind jetzt auch weitere Missionen, Haunted Jungle und ja, die Free Play Mission natürlich.
Gibt es hier jetzt weitere Missionen? Rescue in the Jungle. Das Homecoming habe ich noch nicht geschafft. Und ich glaube, es gibt sogar danach noch weitere Missionen. Und da wollte ich nämlich gerade mal nachschauen in den Steam-Errungenschaften, weil dort sind nämlich irgendwie für jede Mission gibt es dort eine solche Errungenschaft. Also deswegen A Brief Tower of the Realms und so weiter. Das heißt, für jede von den einzelnen Missionen gibt es hier die Vorgabe. Und das heißt, Medding, Beast Mode, Low Initiative, Death Course. So, mal gucken, wo hier unten jetzt die... Das heißt, das sind alles noch Sachen, die ich auf jeden Fall nicht abgeschlossen habe. Also hier ist Homecoming. Und The Lost Der Omu, Not Very Charming. Also ein paar davon sehe ich natürlich auch in den Listen von denen, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Weil natürlich Pros und Cons zum Beispiel... Oder Crowded Streets, Dinosaurier Wrestling haben wir schon gemacht, Mark Fluctuation, Haunted Jungle. So, dann mal gucken, welche hier jetzt noch unvollendet sind. Death Course, Premature Beta und dann viele natürlich auch in der Coast-Geschichte. Eben, das ist ja die erste Brieftour auf der Realms. Das war ja auch die erste, die dort in der Liste aufgetaucht ist, die ich abgeschlossen habe natürlich. Und dann hier viele von denen, die schon vereinigt sind. Hier das Maddening, zum Beispiel Missionen, die ich noch nicht gemacht habe, die mich aber inzwischen schaffen sollte. Mit 150 komme ich doch ganz gut zurecht, weil bis 200 komme ich ja jetzt knapp. Beast Mode, dann Mars of the Undead. Also hier sind noch etliche von denen. Ich kann ja nochmal durchzählen. Also wie viele Missionen habe ich hier aktuell noch nicht abgeschlossen? Also ohne die Free Play. So, dann gibt es hier unten inzwischen den nächsten Waterdeep. So, das ist dann natürlich 8. Dadurch, dass ich den noch nicht freigeschaltet habe, sehe ich die unter noch nicht. 15, 16. So, also das sind schon mal 16 Missionen, die mir noch letztlich fehlen, die ich aber schon sehen kann. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, die 16 Missionen plus die 24, die ich halt schon erfolgreich abgeschlossen habe, entsprechend auf 40. Und das heißt, die 10 Missionen, wenn eben ja, für jede Mission, die in dieser Form einmal abgeschlossen werden kann, das heißt, 10 Missionen sind für mich aktuell noch unsichtbar. Also mal schauen, wann ich die dann tatsächlich sehen werde und dort auch rankomme. Das Spiel hat also noch einiges mehr zu bieten, als aktuell verfügbar ist und ich kann ja noch gar nicht alle spielen. Insofern sehr motivierend, da noch weiterzukommen und natürlich auch die Errungenschaften und die einzelnen Level dort oder die einzelnen Missionsvarianten dort durchzuspielen. Ich könnte mal wieder die Saurier laufen lassen. Das war eine ganz lustige Sache. Ja, also ansonsten, es gibt eben noch kein neues Event. Das letzte Event habe ich auch wieder erfolgreich abschließen können. So, Moment. Erstmal die hier wieder auf Tour bringen. Das geht ja jetzt eh ziemlich flott am Anfang. So, du machst Cullen, weil du bist ja nicht mehr der Damage Maker. Blessings gucke ich mir gleich an. Mal gucken. Scams, okay, das dauert noch ein bisschen, bis ich mir die nächste Chest wieder leisten kann. Und ich habe aktuell auch keine Gold-Chest mehr dabei. Ich hatte ja beim letzten Mal von dem Grand Reveal berichtet, dass ich es dort geschafft habe, auch die letzte abzuschließen und hier jetzt eben wieder. Also es hat wieder geklappt, alle Missionen abzuschließen und das Achievement komplett zu erfüllen. Letztlich ist es ja gar nicht so viel, was da an Boni zusammenkommt, wenn man die 5% Schadensbonus betrachtet. Aber was an der Stelle noch interessant ist, mal gucken, ob ich da jetzt direkt schon zugreifen kann. Müsste ja hier sichtbar sein, dass er zumindest auch ja, alles in blauen Items hat. Also immerhin das hat geklappt soweit, dass sogar eins als Legendary oder als episches Item möglich war und ansonsten zumindest mit blau zur Verfügung steht. Weil das ist zum Beispiel hier für Stoki ein kleines Problem, weil ich kriege natürlich jetzt keine größeren Updates hin, womit ich seine Items hier wenigstens auf blau bekomme. Auf der anderen Seite ist, ja mal gucken, das werde ich dann immer mal wieder vergleichen müssen, ob Jarlax inzwischen dann einen höheren Schadensbonus insgesamt gibt, schon als allgemeinen Bonus. Und plus natürlich den Bonus, den er noch dadurch durch seine Fähigkeit zur Verfügung stellt. Also mal sehen, wie das da weitergeht. Jetzt gucken wir nochmal die Blessings an. Ich habe auf jeden Fall den richtigen investiert und natürlich sind es jetzt deutlich mehr. Die Frage ist jetzt natürlich, ob ich mir das aufhebe.
Da ich meinen Female-Charakter aktuell habe, der den meisten Schaden macht, ist es auf Male zu maximieren natürlich nicht so sinnvoll und dafür was auszugeben. Auch das mit den Cooldowns, sie steht dann zwar am Rand, aber es ist jetzt nicht wirklich so erheblich, da nochmal 0,15 Sekunden irgendwie als Abzug für die Cooldowns zu haben. Deswegen ist dann noch interessant, mal gucken, was hier jetzt unten noch für Verfügung steht. Increased Damage of All Champions und so weiter, da hatte ich auch noch einiges investiert. Die sind auch höher, als sie sein sollten aktuell, entsprechend mit diesem Upgrade, was ich vorzeitig gekauft habe. Gut, also hier kann ich dann erstmal noch in die Damage von den Champions investieren. Increased Damage of each Champion by 10% for each piece of Epic Gear they have. Das ist natürlich blöd, weil mal gucken, ob sie überhaupt episches Gear hat. Jetzt nochmal die Collections anschauen. So, also sie hatte jetzt doch ein episches Gear, hatte sie zumindest. Gucken wir doch mal, wie stark sich das auswirkt. 5 hoch 6 ist auf jeden Fall niedrig genug, um das jetzt mal noch mitzunehmen. Okay. So, Increased Damage of All Champions bei 50%. Natürlich ganz schöne Boni mit 40 Mal, aber der wird natürlich auch erheblich ansteigen. Das da hinten nützt mir auch relativ wenig. Deswegen lasse ich das erstmal so weiterlaufen und werde dann dieses Ding hier aktivieren, sobald es eben zum nächsten Event geht. Und bis dahin werde ich das einfach noch als Goldfeind-Bonus benutzen, damit natürlich möglichst schnell noch mehr von den Kelms Favoren sammeln kann. Da ist es dann jetzt so langsam nochmal zu schauen, inwieweit es sinnvoll ist, bestimmte Achievements gezielt anzugehen. Also hier sind das Golderden ist sowieso ein fortlaufender Prozess, da habe ich jetzt gerade den 32er erst geschafft. Der müsste eigentlich dann hier in den Goldsachen. Genau, 1 hoch 32 war gerade ein Bonus, wobei die Boni ja mit 1% immer recht gering sind. Das ist eigentlich eher so nice to have. So, die Bosse gelten bald. Da gibt es dann immer einen 5% Bonus und Monster Kill, gut, auch fortlaufend. So, mal sehen, wann ich jetzt in der Lage bin, den 200er zu knacken. So, ansonsten ist bei den Adventures schon gar nichts mehr. Hier ist noch ein bisschen mit dem Gear. Da gibt es natürlich eben mehr episches Gear. Das mache ich dann erst über die nächsten Juwelentruhen. Da muss ich natürlich noch einige Gems wieder einsammeln. Dann Level a Piece of Gear to Level 50. Da muss ich noch einiges Gear oder halt einige von den anderen Kisten verbrauchen. Die verbrauche ich aber immer erst dann, wenn ich wirklich schon ziemlich am Ende bin, um wenigstens einen ordentlichen Goldbonus daraus zu ziehen. Und Shiny Gear, gut, da habe ich jetzt auch keinen direkteren Einfluss drauf, außer dass ich die Kisten öffnen kann. Insoweit ja, bin ich da einfach vom Zufall abhängig, dass ich dort natürlich das passende Gear bekomme. So, hier für die Champions. Calliope soll entsprechenden Schild bereitstellen. Da würde zwar helfen, zeitweise ihr entsprechend die Spezialisierung zu machen, dass sie mehr Damage-Schild bereitstellt, aber sie hat die Spezialisierung ja trotzdem. Also sie muss dann zumindest in der Formation sein, aber grundsätzlich, auch wenn die Spezialisierungen da sind, mal gucken, Increased Damage. So, Increased the Effect of Calliope's Bardic Inspiration Ability und Increased the Effect of Calliope's Song of Protection Ability. Das heißt, der Song of Protection ist trotzdem aktiv, auch wenn ich in der Spezialisierung letztlich dieses College of Valor ausgewählt habe. Das heißt, sie produziert trotzdem eben diese Schutzschilde. Insofern dauert es halt dann nur ein bisschen länger, bis sie tatsächlich diese Werte erreicht und irgendwann wird sie das schon schaffen. Und gut, Markus muss ich dann natürlich einsetzen, beziehungsweise hier kann ich ja auch nachschauen, weil dann sehe ich ja, bei welchem der angesiedelt ist, genau. Das heißt, du bist der Standard-Crusader von der Katze, das heißt, dann müsste ich auf sie verzichten, um ihn dann ein paar Mal angreifen zu lassen. Was letztlich, da es ja hier wieder um hohe Werte geht, auch kein großes Problem ist, weil ich muss ihn dann, kann ihn ja dann noch spezialisieren und kann ihn dann loslaufen lassen. Aber 1 hoch 39 ist sowieso, wenn ich ja jetzt noch nicht mal in der Lage bin, 1 hoch 32 hier großartig zu leveln am Ende, brauche ich Markus da auch noch nicht zu spezialisieren. Weil das kann ich dann angehen, wenn ich tatsächlich in dem Geldbereich bin. So, Treasure Chest, ja, das kommt einfach mit der Zeit. Game Reset genauso und Achievements. Ebenso. Das heißt, das sind alles jetzt keine Sachen mehr, die ich wirklich gezielt angehen muss, sondern das läuft alles mit dem normalen Progress im Game. Da muss ich mir jetzt nicht großartig was überlegen. Das ist bei den
Achievements für die Events noch ein bisschen anders gewesen. Da musste man eventuell zumindest gucken, dass man hier bestimmte Fähigkeiten einsetzt oder bestimmte Upgrades kauft tatsächlich, um die zu erfüllen. Das war da schon ganz gut ausgeglichen. Aber so ist es erstmal weiterhin ganz nett und halt ein klassisches Idle-Clicker-Game, das nicht viel braucht, um von alleine weiterzukommen. Also da kann ich meine Aufmerksamkeit an anderen zuwenden, während das Spiel im Hintergrund läuft, weil das Einzige, was es halt hat, es hat keinen Offline-Progress. Ich kann zwar Gold und so weiter einsammeln, während ich offline bin, aber es kommt in den Leveln nicht weiter. Von daher ist es sinnvoll, das eben im Hintergrund offen zu haben und dann einfach laufen zu lassen. Also soweit für heute von Idle Champions of the Forgotten Realms.